Hallo. Guten Abend allerseits. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere vielleicht noch ein bisschen zuhört. Wir sind von der Umweltgruppe Extinction Rebellion. Wir machen uns Sorgen um die Zukunft, nicht nur unserer, sondern auch unserer Kinder und vielleicht Enkelkinder. Ich habe 4 Kinder und 4 Enkelkinder, ich mache mir Sorgen. Was wir hier stellen, ist ein Bild. Hier hinten sind die Lobbyisten von RWE, Lufthansa. Ich gehöre zur Lobby der Automobilindustrie und der Herr hier ist ein sehr guter Freund von mir. Wir sitzen häufig zusammen in einer Gaststätte und futtern ein Steak, meist auf Kosten der Firma. Die Lobbyisten und hier unten sitzen auf dem Boden diejenigen, die sich Sorgen machen. Auch wir Lobbyisten müssen uns Sorgen machen. Wir wissen ja auch nicht, wie es geht, wie es weitergehen wird, was uns alles noch blüht. Das Einzige, was wir wissen, dass wir unseren Job gut machen müssen. Und dieser Job heißt Geld. 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 Am Golde hängt, zum Golde drängt doch alles. Ach, wir Armen. Das war meine humanistische Bildung. Wir Armen sind es nicht, die wir am Golde hängen. Wir bezeichnen uns nicht als die Armen. Es geht im Augenblick um eine unvorstellbare Menge Geld. Man hat uns gesagt gehabt, voriges Jahr, als die Klimabewegung mittendrin war, es wäre für alles viel zu wenig Geld. Man müsste mehr Geld haben und man müsste die Arbeit und all diesen ganzen Kram. Und das ist nicht passiert. So, jetzt bin ich aus meiner Rolle gefallen. Ich bin ja Lobbyist. Ich bin ja froh, wenn das Geld in die richtigen Kanäle fließt, in die Lufthansa. Die Lufthansa möchte, ich weiß nicht, wie viele 100 Millionen haben, aber keinen haben, der mitredet. Wir, die Automobilindustrie, wir hätten natürlich gerne, wenn die von Vater Staat uns hilft, möglichst viele Autos noch wieder auf die Straßen zu bringen. Und wir werden das schaffen. Wir werden es schaffen, weil Sie, der Bürger, viel zu müde sind, um dagegen anzukämpfen. Wir arbeiten, wir Lobbyisten arbeiten im Hintergrund. Wir brauchen keine Abstandsregeln zu halten. Wir sind 30.000 in Brüssel. Wir kennen uns. Wir kennen uns auch in Berlin und in Moskau aus. Wir wissen, wie die Scheine und die Gelder hin und her geschoben werden. Und als da das mit der VW passierte, dass die geschummelt haben, taten sie ein bisschen leid für die Kollegen, war ein bisschen Shaming, aber da kommen wir durch. Nein, verdammt nochmal, ich will jetzt kein Lobbyist mehr sein, ich gehe mal auf die andere Seite. Warum lassen wir uns das bieten von den Politikern und von denen, die sagen, sie würden für uns arbeiten, dass sie immer und immer weiter unsere Umwelt und den ganzen Laden hier verhunzen, niedermachen? Ich möchte gar nicht über die dritte Welt darf man nicht mehr sagen, kann man nicht, Afrika, Asien, prekäre Arbeitsverhältnisse, hier bei uns in den Fleischbetrieben, das ist doch furchtbar und das lassen wir uns bieten. Und dann sagt man auch, es ist viel Geld da, aber wir müssen es in andere Kanäle leiten. Das können wir doch auf die Dauer nicht mitmachen. Liebe Mitbürger, in den nächsten Jahren und auch in den nächsten Monaten, aber auch in den nächsten Jahren werden Sie viel Gelegenheit haben, mit uns für eine gerechte, für eine nachhaltige Welt zu kämpfen. Für die Kinder, für die anderen Lebewesen auf dieser Welt, dass sie nicht nur in Plastik ersticken, in den Dingen, die wir nicht brauchen. Vielleicht haben wir heute mal rausgekriegt, oder in diesen Tagen, was wirklich systemrelevant ist. Ob die Herrschaften in den Anzügen so systemrelevant sind, wie sie immer machen, wie sie immer auftreten. Oder die Leute, die an den Krankenbetten stehen. Eine meiner Töchter ist im Krankenhaus hier, in einem großen Krankenhaus in Köln, auf der Intensivstation. Die weiß, was da läuft. Das sind diejenigen, die im Augenblick systemrelevant sind. Und die sollten sich das nicht wieder wegnehmen lassen. Ha? Ich möchte mich aufregen, verdammte Hacke. So, Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Vielleicht sehen wir uns auf den Straßen beim Protesten.